Jetzt darfst du. Schon wieder Tiger, jetzt bist du das hin. Ja, kann das nicht mal ein neues Logo einfallen lassen, ey? Ich hab ihn auch schon gesagt, voll langweilig, ey. Ja. Ne? Aber ich mag ja das Logo. Ja, ich finde das auch schön. Ja, ne? Aber die. Aber so ich, jetzt wie im ich will die alte sehen. Im, ja. Aber vielleicht. Bo-Piep. Ja, gut, aber das ist ja, ne? Mr. Funke, der macht sich ja Gedanken. Das erste ist ja immer, wenn man ein Produkt einführt, dann muss man ja überlegen, gibt es da eventuell noch einen, der da vielleicht Rechte drauf hat. Auch bei so altem Kram kann ja irgendwo noch ein Copyright drauf sein. Ja. Ne, sie hier, diese Katan-D-Böller, die jetzt hier rauskamen, haben sie einfach das Red Lantern-Label drauf gemacht. Mhm. Jetzt dürfen sie die Dinger nicht mehr verkloppen. Können die alle selber zünden. Ja, weil Zehner, genau, dürfen sie alle selber knallen. Weil Zehner hier aus Belgien, die haben nämlich vor Jahren das Red Lantern-Logo aufgekauft. Ah, ja. Ja, und die dürfen das jetzt vermarkten. Schlau, genau. Das war nämlich die erste Frage damals, wo ich von diesen Böllern gehört habe. Da habe ich mir so gedacht, so Red Lantern, da müsste doch schon jemand drauf gekommen sein. Wem gehört das denn? Wusste auch keiner irgendwie. Ja, nö, das ist wohl frei. Ich so, kann mir gar nicht denken. Ja, aber das ist. Ne, von wegen. Ne, Zehner und jetzt Katan-Böller. Gut, die waren eh scheiße. Aber ja, Red Lantern, ne, das kommt davon, wenn man einfach meint, jo, ach, interessiert sowieso keine Sau. Ne? Ja, aber irgendeinen hast du, der ist halt schlauer als du. Und der sagt dann, hier, Kollege, so nicht. Ja, tja, müssen sie jetzt alle in mühevoller Kleinarbeit müssen sie die abpopeln oder mit Edding drüber malen. Ja, sauber. Was für Idioten, ey. Da geben die da Kohle aus für irgendwas, was sie sowieso auch von anderen wieder geklaut haben. Aber naja, gut, ist auch egal. Das ist eine andere Geschichte. Kommen wir vom 1 ins 1000ste hier. So, ja. Wir sind jetzt bei A, B, C. C. Ja. Juhu. Chloridböller. Ne? Ja. Die sind richtig dick. Ja, und die sind mega geil. Ja, das ist fast schon D-Böller, ne? Also Schlüppi jetzt am besten ausziehen und in eine Wanne legen. Ja, ja, ich war ja damals weltexklusiv dabei im Dunkeln, am Kofferraum, aber jetzt haben wir ja hier... Quasi direkt von der Fähre, aus dem Container. Ja, ja, genau, so war das. In den Kofferraum, über die Autobahn. Tropfnass waren die quasi noch. Ja, aber jetzt heute haben wir extra hier Tageslicht bestellt. Ja. Ne? Damit man auch was sieht. Gott sei Dank trocken, im Gegensatz zu letzten Jahr. Das war ja eine Katastrophe. So. Guck mal hier, was für schöne Dinger da. Was für schöne Knall. Die sind richtig Porno. Knallbombetten hier da. Gut, dass ich mir da ein paar Schinken von direkt erstmal abgesaved habe, ey. Ja. Muss man auch machen. Wer weiß, wie das hier noch weitergeht mit dem ganzen Wahnsinn hier in Deutschland. Ah ja, genau. Müssen wir jetzt nicht auch irgendwie Warnung machen hier vor den Videos? Achtung, Feinstaub. Ja, also wir haben ja auch schon hier unsere ABC-Schutzmasken haben wir alle schon auf. Ja, ja. Ne, also wir sind auch schon am 2. Januar, haben uns auch schon angemeldet in der Notaufnahme. Ja. Ne, Lunge raus, neue rein. Ja. Ne, weil wir sind heute Morgen an der Tankstelle, da, der Reinhold. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Ja. Du kannst das nie glauben. Ja, das Nummer 1 des journalistischen Premium-Erzeugnisses, die wunderbare Bild-Zeitung. Ja. Böller-Wahnsinn! Feuerwehr warnt. Feinstaub in Böller. 500 Mal schlimmer als Autoabgase. In welcher Relation? Was denn? Das ist dann einfach so die Überschrift. Das nimmt dann der Dödel hier aus Deutschland, nimmt halt einfach mal so hin. Das steht da, das ist 500 Mal schlimmer, ne? Mhm. Das können die einfach so dahin hinschreiben, so ungestraft, ja. Ne? Also eigentlich müsste man die verklagen. Einfach mal, ach ja, ach, was für eine Zahl, ach 500 hört sich gut an. Ja, ja, ist immer gut, ne? 500 ja, ist immer gut. Warum, wieso, weshalb? Interessiert keinen, ne? Diese Rechnung, die geht auch, die geht auch nirgendwo auf. Das ist so ein hier Hanebüchen-Taschmachsinn. Ja, das ist so eine Volkshetze und Verarschung. Das ist Hetze hoch 10. Ne? Ja. Und die ganzen Interviews in den Radios so von den Leuten. Ja, nee, ich finde das nicht gut. Also die sollten das auf jeden Fall abschaffen. Aber ich gucke mir das immer an, das sieht total toll aus. Geil, ne? Also Widerspruch in sich. Die Leute sind so doof, die sind so dumm. Überleg mal, du schreibst da hin fünf, einfach so. So, das hat gar keinen Hintergrund, gar nicht. Und sowas nennt sich Journalist, das ist... Da wurden die schön bezahlt, irgendwie von der Regierung oder von was weiß ich wem. Nee, ist das nicht. Vor allem, du musst ja überlegen, das wird also immer schlimmer. Man hat sich die letzten Jahre, hat man sich immer darüber aufgeregt, dass immer diese tollen Berichte hier in den Fernsehsendern kamen, von wegen, oh, hier illegale Polenböller nicht kaufen. Mhm. Wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, jetzt ist es ja noch schlimmer. Jetzt ist das ja gar kein Thema mehr. Jetzt ist ja Feuerwehr generell scheiße. Ja. Also, wie gesagt, Leute, haut rein, ne? Lasst es krachen, wer weiß, wie lange wir hier noch. Guckt euch den Film Idiocracy an. Da, so ungefähr wird das hier in ein paar Jahren sein, du. Ja, wir sind auf jeden Fall mit Vollgas in die Endzeit, ne? Ja. Gut, aber jetzt wollen wir wieder zu den schönen Dingen des Lebens kommen. Genau. Schöne C-Böllerchen hier. Achso, an dieser Stelle schöne Grüße an Alexi Bexi. Ist das hier eine Grußsendung? Sind wir auf WDR 4 oder was?
Zieht euch den Kanal rein. Ja. Ist ausgegangen. Ja. Sag mal, ihr seid denn. Ich will aber diese scheiß grauen Lunden, echt. Wer ist denn auf die Idee gekommen, graue Lunden zu verbauen? Ich will einfach nur meinen geilen Arsch in die Kamera halten. Da guckt euch an. Oh, bück dich, du Luder. So, guck mal, auch wieder ausgegangen. Ja, hast du wieder genau getroffen. Guck mal hier, du musst wirklich warten. Ne? Bis die. Ja, nimm mal in die andere da so, genau. Bis die reingebrezelt sind, die Dinger, ne? Jo. Oh, oh, oh. Oh, Alter! Ach, ja. Ey. Ne? Meine Plombe hat sich gelöst. Ja, eine Plauze. Ja. Ey, das ist. Ja. Die haben richtig Bass. Alter, das ist irgendwie so. Wie heißt das nochmal? Effizient. Effizienzklasse ist das, ja. Keine Ahnung. Ja. 99,9%. Also bei der Größe, Schnipsel und den Sound. Jo. Ich sag mal, preis-leistungsmäßig, die sind ja genauso teuer wie die D-Böller, glaube ich. Ja. Auch, die kosten ja alle, glaube ich, um die 45 Euro, die Schinken. Alter, da zwiebelt. Ja. Und da hast du, ich weiß gar nicht, 120 Stück oder wie viel sind da drin? Ja. Da hast du Spaß. Da, boah. Guck mal hier. Ne? Schon ordentlich wieder hier. Nicht schlecht, Herr Specht. Alles vergewaltigt hier. Und das ohne Bopi-Pussy. Ja. Aber wenn die da drauf wäre, ne? Das wäre der Hammer. Nicht schlecht, nicht schlecht, du. Das läuft. Naja, gut. So, genug gesabbelt. Mal eben SD-Karte checken und dann geht's weiter. Jo, so Mädels. Und Schlüpper schon feucht. Wartet mal ab.